Das ist jetzt schon der dritte Teil von Ich einfach unverbesserlich, der ins Kino kommt. Was verbindet man denn da mittlerweile mit seiner Rolle? Naja, eine ganze Menge. Ich fühle mich in der Rolle sehr wohl. Ich spreche den total gern, diesen Gru. Jetzt ist ja noch Dru dazugekommen, aber Gru, der ist mir natürlich extrem ans Herz gewachsen. Nicht aus optischen Gründen, das war reiner Zufall, ehrlich gesagt, aber seine ganze Art und Weise und seine Tollpatschigkeit, sodass man ihn doch wieder lieben muss, und seine dann wiederum großartigen, mutigen Fähigkeiten, um andere Verbrecher zu fangen, obwohl er ja selber der größte Schurke der Welt ist. Also er macht einfach Spaß, da ist so viel Humor drin und so viel Leben. Das ist schön. Ich persönlich kenne Sie ja vor allem auch aus den drei Fragezeichen. Inwiefern unterscheidet sich denn die Arbeit an solchen Projekten mit der in Ich einfach unverbesserlich? Na, es ist schon immens, es ist was anderes. Also bei der Synchronisation eines Films versuchen wir uns natürlich so nah wie möglich am Original zu bewegen und das wiederzugeben. Sind große Filme, teure Filme, die werden jahrelang geplant und die wollen natürlich auch in einer anderen Sprachfassung, dass die genauso wiedergegeben werden, wie die sich das jahrelang überlegt haben. Dazu haben die das gute Recht. Bei einem Hörspiel kann ich natürlich viel mehr die Rolle mir nehmen und noch Sachen überlegen und sie ausfüllen. Da setze ich die Atmer, da kann ich die Gedankenpausen setzen. Beim Hörspiel gebe ich den Rhythmus der Figur vor, muss aber natürlich auch in eine Rolle schlüpfen. Das ist der gleiche Vorgang, der schauspielerische Vorgang. Hier versetze ich mich in Gru und bei den drei Fragezeichen in Justus Jonas, was jetzt natürlich auch absurd ist, weil ich keine 18 mehr bin, der aber schon. Aber trotzdem kann ich natürlich im Zusammenspiel mit meinen Kollegen da viel mehr Stimmungen von Situationen bestimmen und noch wieder der Rolle ein ganz anderes Leben einhauchen. Also da habe ich mehr künstlerische Freiheit, um Dinge zu machen. Hier halte ich mich total an seinen Rhythmus, kann nichts verändern. Da ist dann meine Bestleistung, wenn ich es so gut wie möglich wie im Original wiedergegeben habe. Ja, Sie arbeiten ja schon sehr lange als Synchronsprecher. Hat man da manchmal vielleicht auch das Bedürfnis, ein bisschen mehr wortwörtlich gesehen zu werden, also vor den Kulissen zu arbeiten? Oder war das vielleicht sogar eine bewusste Entscheidung? Nee, das ist also eine bewusste Entscheidung, dass ich ja die Bedingungen weiß. Bei Synchronsprechern, die sind hinter den Kulissen, die kann man nur an der Stimme erkennen. Und ich habe ja auch nach meiner Schauspielschule viel Theater gespielt und auch im Fernsehen und im Kino mitgespielt. Es war dann mal eine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, jetzt lasse ich das mal mit dem Theater. Ich finde das eigentlich noch interessanter, mich auf die Nische von Sprachproduktionen zu konzentrieren. Habe dann auch angefangen mit Synchronregie und Dialogbücher zu schreiben, hinter den Kulissen zu arbeiten. Das war irgendwann etwas Bewusstes, aber die Schauspielerei wollte ich halt nicht aufgeben. Und ich habe mir durch diese Spezialisierung auf diese Sprachproduktionen in meinem Schauspielerleben noch mehr Abwechslung erschaffen. Also ich kann viel mehr Produktionen und Rollen spielen, als ich es im Schauspielerleben könnte, wenn Dreharbeiten 2 Monate dauern oder eine Theaterproduktion 3, 4 Monate. Ich kann so viel mehr Rollen sprechen und noch ein Hörbuch zwischendrin. Und da kann ich alle Rollen sprechen in dem Hörbuch. Also ich habe einen großen Luxus. Ihre Kollegin Martina Hill kennt man ja hauptsächlich aus Comedy-Serien. Könnten Sie sich auch vorstellen, mal in so einem Format mitzuspielen? Ich glaube nicht. Ich finde das total großartig, was sie da macht, und gucke das auch regelmäßig und mit Begeisterung, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ich habe mich auf andere Sachen spezialisiert, in denen ich mich sehr wohlfühle. Da müsste ich komplett reinwachsen und das ist, glaube ich, nicht so meins. Sie haben ja bisher hauptsächlich auch in Kinderproduktionen mitgespielt oder mitgesprochen und haben auch selber 2 Töchter. Vertreten Sie da mit Ihrer Rollenauswahl auch eine bestimmte pädagogische Position? Eigentlich nicht. Das tut mir leid, das so beantworten zu müssen. Also ich habe tatsächlich auch in ganz vielen Erwachsenenfilmen oder Gangsterfilmen auch Rollen übernommen. Habe gerade gestern, das kann ich ja mal ganz kurz erzählen, habe gerade gestern in einer neu aufgetauchten Staffel von Walker Texas Ranger mit Chuck Norris einen Waffenhändler gesprochen.
Das werde ich meinen Töchtern aber nicht erzählen. Sie haben ja schon absolute Ikonen der Jugendliteratur gesprochen. Wir haben ja über Justus Jonas gesprochen. Gibt es eine Rolle, auf die Sie da besonders stolz sind? Ja, viele eigentlich. Also da, ich habe das ja während meiner Kindheit gar nicht so mitbekommen, was für tolle Produktionen das waren. Aber dass ich jetzt schon mit 6 Pinocchio sein durfte, ist im Nachhinein gesehen großartig, in einem dieser alten Zeichentrickfilme drin sein zu dürfen. Grisou, der kleine Drache natürlich, die 5 Freunde oder Lillebrohr in Carlsson vom Dach. Also ich bin, ehrlich gesagt, freue ich mich total, dass ich das alles machen durfte und dass das so viele heutzutage noch kennen, diese alten Produktionen. Die sind ja eigentlich wirklich schon uralt, aber auch der heutigen Generation immer noch ans Herz gewachsen. Also wir haben ja gerade gehört, Sie haben schon alles Mögliche gemacht, aber gibt es trotzdem noch irgendeine Sache, die Ihnen wirklich peinlich wäre? Also peinlich wäre es, wenn ich mich zu etwas überreden lasse, was ich eigentlich nicht machen möchte. Und das tue ich eigentlich nicht mehr. Also sagen wir mal, ich lasse mich zu einer Werbung überreden, hinter der ich gar nicht stehe, und die kommt im Fernsehen noch peinlich rüber. Das wäre mir peinlich, aber die mache ich dann eben nicht. Das gucke ich mir vorher an. Okay. Ja, vielen Dank. Jupp.Berlin, das Jugendportal für Berlin.